Sonntag, der 24. Januar 2021. Vor einem Monat war Heiligabend. Ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen zu unserem Go for Peace Impuls. Und ihr seht, ich sitze hier vor zwei Bildern. Das ist eine Ablichtung aus dem alten Abdinghof-Evangelia aus Paderborn. Da ist auf der einen Seite Jesus und auf der anderen Seite sind die Jünger, die sich ihm, dem Wort, entgegenstrecken. Und er sagt hier, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Für mich ist das eine ganz besondere Darstellung, weil im Jahr 2002, als ich meinem Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt zum letzten Mal begegnet bin, da war ich bei ihm, um ihn von den Weltjugendtagen in Toronto zu erzählen, wo ich mit 400 Jugendlichen hin auf dem Weg war. Und als ich dann wieder ging, da gab er mir diesen Druck aus dem Abdinghof-Evangelia und er sagte zu mir, das ist doch das, was ihr macht. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden, was der Bischof meinte. Und dann habe ich nachgefragt und dann sagte er, ihr lebt doch auch das Wort und ihr macht doch damals noch mit den kleinen Kärtchen, ihr schickt die doch in die ganze Welt hinaus. Wir hatten damals 60 Nationen, in denen wir die kleinen Karten mit den Impulsen geschickt haben. Und diese Apostel auf der anderen Seite sind ja die Empfänger, so wie wir die Empfänger des Wortes sind. Und ich empfing das noch von dem Erzbischof Johannes Joachim Degenhardt und ich war in Toronto beim Weltjugendtag mit dem Papst Johannes Paul und bekam da die Nachricht, dass er gestorben war. So ist das fast wie ein Vermächtnis für mich, wirklich mit dem Wort des Evangeliums weiterzugehen. Und heute im Evangelium geht es auch darum, da spricht Jesus Jünger an, den Petrus und Andreas. Bei Markus aufgeschrieben, Kapitel 1, Vers 12 bis 14. Und er sagt ihnen am See Genezareth, kommt und folgt mir. Und sie folgen diesem Wort und sie gehen mit. Und sie lassen natürlich eine ganze Menge zurück. Und jeder, der anfängt, wirklich Jesus nachzugehen, der lässt was zurück. Damals haben diese Jünger, Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes, ihre Familien erstmal zurückgelassen. Natürlich haben die sich weiter um die gesorgt. Die waren ja weiter noch im Gebiet von Galiläa. Aber sie sind mit Jesus gegangen. Und diese 12 Apostel, die wir hier sehen, die wirklich das dicke Tau am See von Genezareth gelassen haben und Jesus gefolgt sind, die haben viel gelassen, aber die werden sich doch am Ende des Lebens nicht gefragt haben, was haben wir alles gelassen, sondern was haben wir gewonnen? Jeder, der sich von Jesus ansprechen lässt und seinem Wort folgt, der gewinnt, der muss erst lassen, um dann zu gewinnen. Und das ist das Motto für heute, lass los, um zu gewinnen. Let go in order to win. Ich wünsche euch den Mut zu lassen, um zu gewinnen. Einen schönen Sonntag.